Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 57. Teil meiner Videoreihe zu Themen rund um die Zerspanung. Heute geht es jetzt mal nicht um irgendeine spezielle Fertigungstechnik, sondern heute werde ich mal wieder eine Kleinigkeit bauen, also irgendwas hier jetzt in dem Fall auf der Drehmaschine fertigen. Und worum es dabei geht, das schauen wir uns jetzt ohne langere Vorrede hier gleich an. Ja, ich denke, man kann es relativ leicht erkennen, was es werden soll. Ich möchte einen Kreisel hier fertigen. Und wie bin ich auf die Idee gekommen, einen Kreisel zu fertigen? Naja, ich habe es ja beim letzten Video eigentlich schon angekündigt. Beim letzten Video hatte ich euch gezeigt, wie man an so ein Rundmaterial hier so einen Radius andrehen kann. Und da hatte ich schon gesagt, im Prinzip kann man aus diesem Werkstück hier einen Kreisel machen. Also man kann das vielleicht ganz gut erkennen. Und genau das möchte ich jetzt machen. Der Kreisel besteht oder soll aus drei Teilen bestehen. Einmal hier aus dem Aluminium-Rundmaterial. Dann hier aus einem Messingring, den ich hier, man sieht es hier in der Zeichnung, den ich hier oben auf diesen Drehgriff hier aufschrumpfen werde. Einfach damit die Schwungmasse erhöht wird, weil Alu ja relativ leicht ist, Messing ist schwerer, dient also zur Erhöhung der Schwungmasse, wird hier dann entsprechend aufgeschrumpft. Und das dritte Teil, sieht man ja hinten, wird eine von diesen Kugeln sein. Ich weiß nicht genau, welche ich nehme, entweder 2 oder 3 mm wahrscheinlich. Das sind Stahlkugeln. Und die Kugel kommt hier unten an den Kreisel dran. Und zwar deshalb, zum einen, weil Aluminium relativ weich ist und relativ schnell verschleißen würde. Aber vor allem natürlich auch deshalb, weil so eine Kugel ja eine näherungsweise punktförmige Auflagefläche hat. Und der Kreisel soll also sehr präzise laufen. Mein Ziel ist, dass der Kreisel, man sieht es hier, 5 Minuten, also mindestens 5 Minuten selbstständig rotiert. Ich habe keine Ahnung, ob das realistisch ist. Das wird aber dann der Schluss des Videos sein. Da kommt nämlich dann der Probelauf, wenn der Kreisel fertig ist. Und dann schauen wir uns an, ob dieser Kreisel dann die 5 Minuten erreichen wird oder weniger oder mehr. Ich möchte jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ich werde euch einzelne Fertigungsschritte dann zeigen. Und dann natürlich am Schluss, wenn der Kreisel fertig ist, wie gesagt, den Probelauf. So, als erstes werde ich jetzt hier diese Spitze ein bisschen aufarbeiten, weil da sieht man jetzt doch noch die Rillen vom Drehen. Und der Kreisel soll ja nicht mehr gut laufen, der soll am Ende auch optisch hoffentlich einigermaßen schön aussehen. Und deshalb werde ich hier jetzt zunächst mal, wie gesagt, diesen Radius hier da ein bisschen aufarbeiten. Das werde ich mit einer Feile und Schmirgelpapier machen. An der Stelle, wie man der Hinweis, wenn ihr hier irgendwas schmirgelt an der Drehmaschine, immer hier das Maschinenbett abdecken. So, jetzt sieht das Ganze schon deutlich besser aus. Ich lasse das jetzt mal so. Ganz am Schluss werde ich dann nochmal drüber gehen, aber jetzt erstmal für die weitere Bearbeitung ist es soweit jetzt erstmal gut. Als nächstes werde ich jetzt erstmal die Schwungmasse, also dieses Messing,
hier beidseitig plan drehen. Ich habe jetzt hier bewusst einen ganz kleinen Vorschub gewählt, weil ich hier gleich eine sauber glänzende Oberfläche wollte, weil ich hier wirklich nur das absolut Notwendige abdrehen möchte, damit die Scheibe nicht zu dünn wird. Jetzt kommt die andere Seite dran. Dieser Werkstückanschlag, der ist übrigens aus POM, den habe ich mir selbst mal angefertigt. Gibt es auch ein Video dazu, wenn euch da mal interessiert, wie der entstanden ist. Ich blende einfach mal den Link dazu oben ein. So, jetzt kommt also die andere Seite. So, damit wäre die Scheibe jetzt erstmal plan und jetzt wird hier in der Mitte erstmal die Bohrung angebracht. Also es wird erstmal eine Bohrung angebracht und die werde ich dann noch ausdrehen, weil der Durchmesser, der wird 16 mm, 16 oder 18, ich weiß es noch nicht genau. Und das mache ich ja nicht mit dem Bohrer, das werde ich dann mit einer Bohrstange ausdrehen. Da ich hier jetzt eine größere Bohrung einbringen muss, musste ich diesen Werkstückanschlag rausnehmen. Das kann man jetzt relativ gut und einfach mit so zwei Parallelunterlagen wieder so einspannen, dass die Fläche hier wieder sauber rechtwinklig anliegt. Wenn das Futter dann einigermaßen gespannt ist, kann man die hier wieder rausnehmen. Und dann geht es an die Bohrung. Ich werde hier jetzt mit dem Zentrierbohrer ein bisschen vorbohren und dann mit einem 8 mm Bohrer rein und dann mit einem 14 mm Bohrer aufbohren und den Rest dann, wie gesagt, ausdrehen. Jetzt kein genau 14 mm Bohrer, es waren 13,8 mm Bohrer eigentlich zum Vorbohren, zum Ausreiben dann auf 14 mm.
Aber das ist jetzt egal, ich messe nochmal und dann werde ich diese Bohrung auf 16 mm ausdrehen. Ja, 13,78. Ich denke, man kann es lesen. Also 200stel Messungenauigkeit hier. Gut, also werde ich jetzt 2 mm mit der Bohrstange hier im Innendurchmesser dann abnehmen. Ich werde jetzt ankratzen und dann 2 mm im Durchmesser oder 2,2 mm im Durchmesser zustellen. So, damit müssten wir auf 16 mm sein. Ja, 16,01. Also von daher passt das schon mal. Und damit wäre jetzt erstmal diese Schwungmasse hier für den Kreisel fertig. Jetzt wird erstmal das Gegenstück gedreht, weil das soll ja eine Passung geben, das soll ja aufgeschrumpft werden. Also kommt jetzt erstmal, ist erstmal jetzt dieser Ring fertig und jetzt geht es an das Aluteil. So, nachdem der Messingring jetzt erstmal, oder dieses Schwunggewicht jetzt erstmal vorläufig fertig ist, geht es mit dem Alu weiter, also mit dem Grundkörper für den Kreisel und den werde ich jetzt erstmal auf eine Länge von 50 mm hier abstechen. Und dann weiter bearbeiten. Ich weiß, dass Handschuhe an der Drehmaschine eigentlich nichts verloren haben. Aber in dem Fall ging es jetzt nicht anders, weil das Teil ziemlich heiß ist. So, der Kreisel ist jetzt mit der Spitze ins Futter eingespannt. Ist jetzt erstmal die Rückseite plan gedreht. Und wenn die plan gedreht ist, dann hier eine kleine Zentrierbohrung angebracht. Weil das muss ja jetzt alles abgedreht werden, um dann den Messingring, also diese Schwungmasse, aufnehmen zu können. So. Jetzt kommt eine Zentrierbohrung dran und die wird jetzt bewusst sehr, sehr klein, weil an der Stelle, an der die Zentrierbohrung ist, bleibt ja am Schluss nur noch dieser ganz dünne Zylinder stehen, um den Kreisel andrehen zu können. Also muss die Zentrierbohrung entsprechend dünn sein und das passiert jetzt.
So, jetzt wird umgespannt. Und hier mit dem, an der Stelle mit dem Rollkörner abgestützt. Und an der Stelle ganz knapp eingespannt, weil dieser Messingring, der soll ja ganz nah hier an das untere Ende von dem Kreisel dran. Also darf da jetzt nicht viel stehen bleiben. Ich habe mit 3 mm kalkuliert, das heißt, ich kann so ungefähr 2 mm einspannen. Also wird ziemlich knapp. So, jetzt wird die Passung für die Schuhmasse gedreht. Ist also, wie gesagt, extrem knapp eingespannt. Aber mit Alu denke ich, dass das funktioniert. So, die Aufnahme hier für den Messingring hat jetzt 2/100 Übermaß. Das heißt, den Rest muss die Wärme machen. Jetzt werde ich es mal ausspannen. So, sieht gut aus. Und der Messingring, der passt gerade so nicht drauf. Der hält es, aber lässt sich nicht drauf schieben. Der kommt jetzt in den Backofen. Ich hoffe, das sieht man. Ja. Der kommt jetzt in den Backofen und dann wird er drauf geschoben, liegt dann hoffentlich hier sauber an. So, es gibt eine kleine Planänderung. Ich werde erstmal versuchen, jetzt das Ganze mit einer Heißluftpistole zu machen. Ich denke eigentlich, bei dem kleinen Teil müsste das gehen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus und mache die Kamera dann wieder an, wenn ich den ersten Versuch starte. So, ich habe schon ein bisschen vorgewärmt. Es ist eigentlich schon ganz gut warm. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ja. Es sieht sehr gut aus. Und jetzt muss es abkühlen. Sitzt auch sehr gut. Es
ist wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr verschiebbar. Jetzt muss ich das nur irgendwo deponieren. Hätte ich mir vorher überlegen sollen, wo. Zum Beispiel hier. So. So, das Ganze ist abgekühlt und jetzt kommt schon fast das Finishing. Also der Plan ist jetzt, dass der Kreisel hier gespannt wird. Dann werde ich hier ganz leicht überdrehen, anschließend hier spannen, dann hier den endgültigen Durchmesser für die, ja, wie soll ich es nennen, für die Drehkurbel hier, für die Dreh, für das Drehding hier andrehen, und wenn der Durchmesser fertig ist, dann hier jeweils noch anfassen, hier oben anfassen, und dann würde ich erstmal testen ohne Kugel, und dann am Schluss würde ich dann wieder auf dem dünnen Durchmesser hier spannen und hier den Sitz für die Kugel eindrehen. Das ist das, was ich jetzt machen werde. Also erst hier überdrehen, dann hier spannen, hier den kleinen Durchmesser andrehen, anfassen und dann den Kugelsitz. So, das ist jetzt auch gleichzeitig das letzte Mal, dass man hier unkritisch spannen kann, weil diese Fläche ohnehin nochmal überdreht wird. Ab dem nächsten Durchgang muss man hier dann die Flächen schützen, weil die dann eigentlich schon final sind. So, jetzt sieht man hier auch schön, dass das ein absolut, also man sieht hier fast, also man sieht hier, wo Messing und Alu ist, aber man sieht eigentlich keinen Übergang. Insofern ist das, hat das gut funktioniert mit dem Aufschrumpfen. Jetzt wird hier gespannt und der Durchmesser hier angedreht. Dafür, da werde ich jetzt hier diese Fläche hier mit einem Klebeband abkleben, damit das im Backenfutter sicher gespannt werden kann. So, der kleine Durchmesser ist angedreht. Jetzt kommt noch die Phase an das Messing und dann am Schluss die Phase an das Alu. Und dann ist eigentlich alles soweit fertig, bis auf die Passung für die Kugel. So, jetzt packen wir das Wunderwerk der Technik mal aus und ja, sieht eigentlich ganz ansehnlich aus und jetzt mache ich mal einen ersten Probelauf ohne vorne diese eingepresste Kugel und
Schauen wir mal, ob sich das Ding dreht. So, das war jetzt immerhin mit nicht optimierter Spitze 2 Minuten 16. Und ja, ich bin gespannt, wie der Kreisel läuft, wenn er diese Spitze aus der Stahlkugel hat. Dazu gibt es aber im nächsten Video mehr. Und deshalb sage ich jetzt erstmal für heute mit meinem Kreisel tschüss, euer Ralf.